aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Weißt du, was der Turing-Test ist? Ja, ich weiß, was der Turing-Test ist. Es geht um die Interaktion von Mensch und Computer. Wenn dem Menschen nicht auffällt, dass dem gegenüber ein Computer ist, gilt der Test als bestanden. Und wenn er bestanden ist, was heißt das? Dass der Computer künstliche Intelligenz aufweist. Entwickelst du eine KI? Ich habe bereits eine entwickelt. Und während der nächsten paar Tage bist du die menschliche Komponente bei einem Turing-Test. Ach du Scheiße. Ja, ganz genau, Caleb. Ach du Scheiße. Denn wenn dieser Test bestanden wird, bist du der Angelpunkt des größten wissenschaftlichen Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Eine Maschine mit Bewusstsein zu schaffen, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern.
Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Und vielen Dank, dass Sie hier sind. Also dieser Dialog, den wir gerade gehört haben, stammt aus dem Film Ex Machina. Und unser heutiges Treffen hat den Titel Die Maschinisierung des Menschen und die Humanisierung der Maschine. Das ist unser heutiges Thema. Dieses Treffen stammt aus der Begegnung von zwei leidenschaftlichen Männern. Zwei Männern voller Leidenschaft. Leidenschaften für den Menschen. Leidenschaft für das unwiederholbare Element, das jeder Mann ist, das jede Frau ist, das jeder Mensch ist, das jedes Lebewesen ist. Eine Leidenschaft für den Menschen und für sein Leben, für den Sinn des Lebens. Denn zwischen Existieren und Funktionieren, wie das Buch von Miguel Benasayac betitelt ist, besteht ein großer Unterschied. Leidenschaft, weil die Einzigartigkeit des Lebendigen, des Lebewesens, seine Einzigartigkeit, sein ständiges In-Beziehung-Sein, seine Unreduzierbarkeit etwas ist, dessen wir uns bewusst werden müssen, heute mehr denn je. Das Risiko, aber es ist mehr als ein Risiko, besteht darin, dass wir mehr und mehr zu Maschinen werden, dass wir uns wie Maschinen bewegen und funktionieren und dass wir andererseits in unserer Realität immer häufiger mit invasiven, aber inzwischen unverzichtbaren Maschinen zu tun haben. Aber zu welchem Preis? Miguel spricht auch von Hybridisierung, aber in seinen Studien zeigt er auch die Risiken und neurophysischen Veränderungen dieser Hybridisierung auf. Paolo Benanti von Human Enhancement. Von der Verbesserung des Menschen durch verschiedene chemische, organische und anorganische Hilfsmittel, die Teil unserer Erfahrung sind und nicht mehr die Subjekte oder Objekte dystopischer Filme sind. Und jetzt eine kurze Vorstellung unserer großen Gästen, unseren Freunden, die neben mir sitzen. Miguel Benasayac ist zum ersten Mal hier an dem Meeting. Also bitte einen Applaus. Ein großartiger Mensch. Er ist in Argentinien geboren und er studierte dort Medizin und gleichzeitig kämpfte er während der Diktatur in der guevaristischen Guerilla-Bewegung. Er wurde dreimal verhaftet und hat 3 Jahre lang im Gefängnis verbracht. Er hat die doppelte französisch-argentinische Staatsbürgerschaft und landete 1978 in Frankreich, wo er seine Aktivitäten als Aktivist der argentinischen Guerilla fortsetzte. Und er hatte die phänomenologische Psychoanalyse aufgenommen. Mitte der 1980er Jahre gründete er zusammen mit anderen Persönlichkeiten das Kollektiv Malgré-Tout und war an der Ausarbeitung des Manifestes Alternativen Widerstandsnetzes beteiligt. Heute lebt er in Paris, wo er seine Arbeit als Psychoanalytiker und Forscher an der Schnittstelle zwischen Erkenntnistheorie und Biologie fortsetzt, wobei er sich auf die Probleme der Kindheit und der Adoleszenz konzentriert. Er ist der Autor mehrerer erfolgreicher Werke, von denen viele ins Italienische übersetzt wurden, darunter das vergrößerte Gehirn der verringerte Mensch, das auch von Kardinal Zuppi zitiert wurde, Funktionieren oder Existieren, die Tyrannei des Algorithmus und die Singularität der Lebenden. Und jetzt Paolo. Paolo ist ja beim Meeting zum 4. Mal, ist ein Franziskaner des 3. Ordens und Dozent an der Päpstlichen Universität Gregoriana, wo er über Ethik, Bioethik und Ethik der Technologien arbeitet, insbesondere das Internet und die Auswirkungen des digitalen Wandels. Biotechnologie zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit, biologische Sicherheit, Neurowissenschaften und Neurotechnologie. Im Jahr 2008 promovierte er in Moraltheologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana mit einer Arbeit zu dem Thema der Cyborg.
Körper und zur Körperlichkeit in Zeiten der posthumanen Ära. Und er hatte die Digital Italian Agency unterstützt und hat sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Und er arbeitet zusammen mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung für die neue Technologien. Er hat mehrere Bücher geschrieben, Posthuman zu Posthuman, Synthetische Realität vom Aspirin zu leben, Digital Age, Theorie der Veränderung der Epoche und auch noch mehrere andere. Und jetzt, was wir heute machen wollen mit diesem Titel, mit diesem Thema, die Maschinisierung des Menschen, die Humanisierung der Maschine, ist ein Dialog. Also diese unseren zwei Gästen zuzuhören und sechs Themen besprechen. Also diese Themen, die wir jetzt in den Folien sehen werden. Also geratet der Mensch in einer Krise? Und worin besteht diese Kriege des menschlichen Wesens? Paolo, Sie haben das Wort. Guten Morgen, herzlich willkommen. Es ist eine Freude, hier zu sein. Auf diese Frage kann man auf verschiedene Art und Weise antworten. Bevor wir da sozusagen archäologische Spuren davon zeichnen, aus der Sicht des Sinn, der sich mit Technologie beschäftigt, ist eine erste Herausforderung einer Maschine, um im 19. Jahrhundert die ersten Maschinen. Damals hat sich ein gewisser Wettbewerb zwischen Muskel des Menschen und der Maschine. Das führte zu dem, was wir Industrialisierung nennen. Diese industrielle Revolution hat sich sozusagen der menschliche Muskel im Wettbewerb mit der Maschine gefunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kriegsanstrengungen die größten Intelligenzen, die größten Köpfe vereinten, fand eine schleichende, leisere Revolution statt. Shannon hat eine neue Kategorie geschaffen, das Bedürfnis einer neuen Kategorie, dass eine Nachricht von Washington nach London, von London nach Washington geschickt werde, das war damals noch nicht selbstverständlich. Also die Informationsrevolution. Shannon erinnert sich an einen Hinweis von einem Doktor, seinem Doktorvater. Wenn du willst, dass die Leute dir nicht viele Fragen stellen, dann benutze den Begriff Entropie. Entropie benutzte Maxwell, um zu kapieren, welches Molekül aus dem heißen Gas ins kalte Gas übergeht. Im 19. Jahrhundert beschäftigt sich die Physik mit Dingen, die sie schon nicht mehr sehen kann und braucht also Modelle, um das zu erklären. Warum kriegt man mit Wärme und so weiter nicht alles erklären? Und Maxwell hat das erklärt, indem er diesen kleinen Teufelchen Entropie reinbringt. Shannon schafft mit einer brillanten geistigen Operation eine andere Frage. Was braucht dieses Teufelchen, um zu verstehen, welches Molekül drüber gehen soll und welches nicht? Und Shannon sagt, er braucht ein Bit von Information. Eins geht durch, null geht nicht durch. Ordnung, Unordnung ist also mit Information und mit Lärm verbunden. Alles, was einen Unterschied macht, kann als Information aufgefasst werden. Also der Unterschied, der den Unterschied ausmacht, kann eine Information schaffen, um eine Information zu schaffen. Und so bekommt die industrielle Revolution eine Beschleunigung.
denn der Unterschied, der den Unterschied ausmacht, ist das Grundkonzept, um eine Maschine zu organisieren, um sie zu beherrschen. Also ein kleines Mäuschen, ein mechanisches Mäuschen, das Teseo heißt, das mit deinem Schnauze gegen die Ränder eines Labyrinths stößt, tut dort irgendwelche Relais anstoßen, sodass da eine Reaktion drauf kommt. Also das finden wir heute überall zu kaufen. Was geschieht dann? 1948 ist eine Maschine nicht nur ein Muskel, sondern sieht aus wie ein lebendiges, intelligentes Wesen. Es findet, er hat ein Ziel, es findet den Ausgang. Es findet Ausgang aus dem gesagten Labyrinth. Ja, also ein Ziel. Ein Ziel ist das Neue, in das hier eingeführt wird. Und das wird immer weiter entwickelt und wird von einer Gruppe von Zybernetikern entwickelt. Ja, wir sind so gewohnt an das, ja, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Wenn wir durch eine Tür eines Aufzugs gehen, merken wir gar nicht mehr, dass da ein Lichtstrahl ist, der unterbrochen wird und der etwas der Tür aufmacht oder offen hält oder zumacht. Das verändert also unser Verhältnis zur Maschine. 1982 geschieht aber nochmal etwas Neues. 1. Januar 1983 zeigt die, statt den Mensch, den Mann des Jahres, Person des Jahres zu wählen, er wählt die Maschine des Jahres mit der Time im Editorial. Da wird erklärt, es ist brillant, sie ist brillant, die Maschine ist immer bereit, ja, der Computer ist das. Und man sieht auf dem Umschlag einen grauen Menschen, ein bisschen so ein bisschen archäologisch schon, ein bisschen zurückgeblieben. Ja, und der Computer ist in Farbe. Mit der Zeit, im Jahr 2000, dank der großen digitalen Plattformen, wächst die Datenmenge so hoch, wie in einer Art, wie wir noch nie hatten. Mathematische Algorithmen, die imstande sind, die Zukunft vorherzusehen. So beginnen die künstlichen Intelligenzmaschinen zu funktionieren. Das Thema künstliche Intelligenz ist entstanden. 2020 in der Pandemie haben wir in dieser diskreten Welt des Digitalen gelebt. Und haben entdeckt, dass dieses Digitale ein neuer Kontinent ist, den es zu kolonisieren gilt. Und das beherrscht von den Algorithmen. Dieses kurze Panorama, sozusagen, um zu erklären, dass der Mensch sich jetzt in einem neuen Sapienswesen sich befindet, nämlich die Maschine, der uns unsere Spezifität sozusagen raubt. Wir waren vorher die ersten Sapiens, jetzt haben wir eine Maschine neben uns. Wer sind wir? Und Miguel, der Mensch. Also geratet der Mensch in eine Krise? Guten Tag. Ich spreche eine Mischung von Spanisch und Italienisch. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Der Mensch, die Menschheit, hast du gesagt. Also ich weiß nicht, ob der Mensch in eine Krise geratet. Aber es ist klar, die Menschheit erlebt eine strukturelle Krise, eine Krise, die Art und Weise in der Welt zu leben und in einer Beziehung mit den anderen Spezien zu sein. Wir gehen aus diesem Anthropozän aus, jetzt, wie Paulo sagte, diese Krise ist eine große Krise für den Planeten und es ist eine Veränderung des Planeten. Aber es gibt eine Veränderung trotz des Menschen. Also wir sehen eine Zerstörung der Welt. Wir müssen jetzt verstehen,
Was ist die Möglichkeit, die die Menschen zur Verfügung haben? Was ist diese neue Allianz? Wir brauchen eine neue Art und Weise, in der Welt zu leben. Und in diesem Sinne ist dieser digitale Wandel gekommen, und zwar an einem Moment, in dem die Veränderungen, wie Simon Don sagte, die Art und Weise zu existieren, ist in einer ständigen Veränderung, also erlebt eine ständige Veränderung. Und das Problem ist nicht zu verstehen, was die Maschine ist. Das große Potenzial der Maschine lässt uns fragen, was ist das Potenzial des Lebewesens? Ich spreche nicht über den Menschen, sondern über das Lebewesen. Die Maschine hat ein großes Potenzial und wir vergessen zu sehen, was ist die Einzigartigkeit des Lebewesens. Und in diesem Sinne ist es nicht möglich, einen Rückspiegel zu benutzen, um die Vergangenheit zu sehen, um in die Zukunft zu schauen. Sorry. Entschuldigung. Wir müssen die Realität anschauen, in die Zukunft schauen und uns fragen, wie kann das Lebewesen in dieser Welt leben, und zwar mit diesem Potenzial des Digitals. Wie können wir uns hybridisieren sozusagen? Wir sind kolonisiert worden, nicht weil die Maschine einen bestimmten Wille hat. Die Maschine hat keinen Wille. Wenn die Maschine die Qualitäten, die Fähigkeiten des Lebewesens verdrängt, ist nicht, weil die Maschine einen Wille hat, sondern weil wir Probleme in der Beziehung mit der Maschine haben. Also wir sehen einen Aufzug zum Beispiel. Und wenn wir unsere Muskeln nicht mehr benutzen, ist nicht, also die Schuld liegt nicht bei dem Aufzug. Aber auch diese Assimilation von Gehirn, von digital, wir müssen das alles in Frage stellen. Jean-Pierre Changeur, der Wissenschaftler aus Frankreich, sagte, und zwar vor 40 Jahren, der neuronale Mensch. Und er sagte, heute sind wir vom Mental zu Neural zu gehen. Also dieses Mental wird vereinfacht, und zwar durch das Neurale. Und das Neurale funktioniert genau wie ein Computer. Und das ist unsere Realität geworden. Wir sind alle davon überzeugt, dass die Maschine und das Lebewesen nur einen quantitativen Unterschied haben. Aber was ist der qualitative Unterschied zwischen Maschine und Menschen? Das ist die Frage von heute und das ist eine dringende Frage. Ich würde den nächsten Block jetzt zeigen, das zweite Thema. Artefakt oder Technik? Der Mensch hat immer schon versucht, Objekte zu schaffen, um die Wirklichkeit abzuändern, um sie zu verbessern, um sie auch wiederzugeben, neu zu schaffen. Was hat das zu tun jetzt mit der Technik und den neuen Technologien? Du hast schon vorhin ein bisschen angefangen zu beantworten. Der Mensch schafft mit dieser Technik sich selber und ändert sich selber ab. Der Mensch vor der Schrift ist anders als der Mensch nach der Schrift. Auch neurophysiologisch ist er anders. Diese Veränderungen sind Mitveränderungen. Das ist Mitproduktion, Koproduktion, wenn man so will. Heute ist das Problem also, dass die Maschine perfekt funktioniert. Die kann wahnsinnig vieles tun. Zum Beispiel eine Tür schließen, zum Beispiel beim Lift. Ne? Aber das ist nicht so sehr die Frage, ob
die Maschine gut funktioniert oder nicht, sondern die Frage ist, ob das Lebendige und der Mensch besonders, was heißt jetzt existieren? Ist jetzt diese existenzielle Angst, hier zu sein, da zu sein, nach dem Sinn suchend, ohne zu wissen, hier zu sein, ohne zu wissen, warum wir hier sind, immer mit dieser, mit diesen ethischen, politischen Problemen oder Fragen. Dieser Raum des Nicht-Funktionierens, das einem allein lässt, einsam in der Existenz, das ist unmöglich für die Maschine. Die Maschine, da gibt es nichts zu sehen. Und in diesem Sinn müssen wir sehr aufpassen, auf diesen Wunsch, immer mehr wie die Maschine zu werden. Es gibt auch so eine Ästhetik des Maschinenwerdens, ja, die Fitness, die Adaptieren an solche. Ich lerne hier auch ein bisschen Italienisch mit gleichzeitig. Also das, sich an das Medium und an die Umwelt zu adaptieren, zu anzupassen. Aber das ist nicht das, der Mensch ist nicht ein Wesen, das sich adaptiert, sondern es adaptiert sich mit deiner Zusammenarbeit, deiner Koproduktion mit der Welt. Das ist das, was den Menschen besonders ausmacht. Das Loch sozusagen, was da fehlt, ist. Es geht nicht um einen Fehler. Die Maschine hat einen Fehler und funktioniert nicht, sondern hier geht es um eine Art Gap, ein Loch. Ja? Die digitale Maschine bestellt einen Bruch dar in der Technologie. Wir denken jetzt an die Software. Die Software ist eine ganz spezielle Maschine. Die hat keinen Körper, nimmt keinen Raum ein. Da gibt es auch nichts mit uns zu tun letztlich. Ja, diese Evolution des Menschen mit dem Artefakt ist eine ewige Evolution. Oft hören wir negative Prophezeiungen. Wir hatten große Philosophen wie Galen zum Beispiel, die in der Technologie einen Mangel des Menschen sahen. Als ob wir die Probleme mit hatten, also wir waren nicht schnell genug, wir waren nicht stark genug und deswegen brauchten wir diesen Artefakt. Wir haben Maschinen gemacht, um unsere Lücken zu erfüllen. Aber ein Lebewesen, das Lücken hat, kann nicht die ganze Welt prägen. Ich erzähle jetzt eine kurze Geschichte. Ich war in Sri Lanka und nach dem Zivilkrieg in diesem Land gab es viele Elefanten, die in diesen Waisenhäusern wachsen lassen, also erzeugt werden, aufgezeugt werden. Und ich habe einem Elefanten Milch gegeben und die Elefanten erinnern sich an die Menschen. Sie haben ein großes Gedächtnis und sie laufen durch eine Menge Menschen, um die geliebte Person Liebe zu zeigen. Aber wir sind nicht wie die Elefanten. Wir haben etwas im Überfluss und dieser Überfluss braucht etwas Besonderes. Wir brauchen zum Beispiel Papier, wir brauchen einen Kugelschreiber. Wir benutzen die Technologie, um
diesen Über, also mit diesem Überfluss. Also wir haben keinen Mangel. Das, also diese Maschinen sind keine Acken, sie sind wie Blumen, die aufblühen. Und wir haben einen Unterschied zwischen künstliches und naturell, zwischen der künstlichen Dingen und naturellen Dingen geschrieben. Im Jahr 1856 hat ein Erfinder eine Maschine erfunden, damit die Soldaten, die englischen Soldaten, nicht aus Malaria starben. Und ein Erfinder sah, wie diese Mischung, die er gemacht hatte, und zwar für dieses Arzneimittel, hat eigentlich die Fähigkeit, weiße Kleider weißer zu machen, die zu färben. Und er hat diese Farben entwickelt. Und der synthetische Stoff wurde geschaffen. Synthetisches ist aber nichts Künstliches. Ein künstliches Diamant hat keine Defekte und hat auch eine Seriennummer. Jetzt haben wir synthetische Farben, wir haben ein synthetisches Leben. Und das Synthetische hat ein DNA, also wir haben auch synthetisches DNA. Als Shannon das Konzept von Information geschaffen hat, hat ein Nobelpreisträger Schrödinger gesagt, alle Dinge, die eine negative Entropie haben, müssen Informationen in sich selbst haben. Und es gab deswegen die Theorie, dass das Lebewesen ein aperiodisches Kristall haben muss. Zwei junge Medizinstudenten haben diese Worte gehört, und zwar im Jahr 1949. Und sie suchen nach diesem Code gesucht. Und ab 1935 haben sie das DNA entdeckt. Watson und Crick waren sie. Und mit dieser Information haben wir ein synthetisches Leben geschaffen. Wir können das nicht vom naturalen Leben nicht unterscheiden. Aber was ist die Grenze unserer Macht? Und das ist eines der Ziele dieses Treffens, solche Fragen wie eben zu stellen. Nicht nur Antworten zu geben, sondern auch Fragen zu stellen. Zu den Fragen über das, was uns geschieht. Ich will das nächste Thema anschneiden, den nächsten Block. Realität und Vorstellungskraft. Mit der Sprache, die eine Grundcharakteristik des menschlichen Wesens von anderen Wesens unterscheidet, kann der Mensch hat die Fähigkeit, Reales und Nicht-Reales auszudrücken. Die Maschine aus einzelnen Nullen kann dir das auch ausdrücken und vor allem kann sie davon Erfahrung selber haben und Bewusstsein erlangen. Das ist das die Angst. Die Angst, die uns schon die letzte Generation befällt, dass diese Maschine plötzlich Bewusstsein bekommt und alles andere zerstört. Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen. Ja, in Wirklichkeit ist die Sprache der Vorstellung ist sozusagen eine Produktion von Sinn, von Bedeutung. Es hat nichts zu tun mit der Information, die eine digitale Maschine übertragen kann, weitergeben kann. In diesem Sinne sehe ich nicht, wie
was Irreales, was Erfundenes existieren kann ohne einen Körper. Ja, diese Science-Fiction-Bilder, die Maschine, die den Menschen verdrängt, ist eher komisch. Ja? Wenn wir uns durch die Menschen von den Menschen erdrücken lassen, ist nicht Schuld der Maschine, weil die will nichts, die kann nichts, die hat kein Bewusstsein. Denn sie hat eine Fähigkeit, sich selber darzustellen und sich selber zu korrigieren. Das ist nicht dasselbe wie Erkenntnis. Auch die tierische und die menschliche Erkenntnis ist was anderes. Deswegen die Frage, wichtig, sich Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, ob wir nicht zu sehr die menschlichen Funktionen der Kultur des Lebens auf die Maschinen delegieren, an Maschinen delegieren. Weil das Menschliche an die Maschinen delegieren, er hat das Risiko, dass wir weniger mächtig sind, weniger fähig, Dinge zu tun, weniger fähig, etwas sich vorzustellen. Und die Sprache und das Imaginäre zu vermischen, das ist eine Gefahr. Es gibt sozusagen eine Art Spaß daran, mal wie die Maschine zu werden. Ich kenne einen japanischen Forscher, der baut Roboter, die Antwort geben. Du rufst den Roboter, der kommt. Ja, es gibt auch einen Roboter, der Psychotherapie macht. Ja. Da wird es schon ein Problem der Gewerkschaften. Die alten Japaner, sagte er, sprechen lieber, kommunizieren, sagen wir mal, ja, Informationen austauschen mit dem Roboter als mit einem Menschen, die alten Japaner. Und deswegen haben wir da eine Forschung lanciert. Also nicht so sehr, um zu wissen, was macht der Roboter alles toll, wow, was macht er alles, sondern wichtig, was macht diese Beziehung mit diesem alten Menschen? Warum? Weil in Wirklichkeit, das ist ein bisschen länger, ich muss ein bisschen länger ausholen, ja, wie der Roboter die Realität, die Wirklichkeit diskretisiert, ja, baut also aus Einzelschritten. Und wir leben aber in einer kontinuierlichen Welt. Ja, und dieser kontinuierliche Fluss existiert bei der Maschine nicht, die digitalisiert, also das heißt, sie macht alle Einzelschritte daraus. Wie verändert das die Wahrnehmung des Menschen, durch die Wahrnehmung der Welt durch den Menschen, wenn er dabei ist, sich der Maschine anzupassen? Die Maschine gewinnt nicht, die Maschine will gar nichts, sondern du drückst auf den Autoknopf, ja, und du verlierst deine Dimension. Ja, das ist das Beispiel einer Orientierung mit GPS. Wir haben eine Forschung, die nichts kostete, deswegen haben wir sie gemacht. Wenn du dann forschst nach den Grenzen. Ja, heute ist alles möglich, keine Grenzen, da ist überhaupt nichts mehr wirklich. Wir haben nach dem GPS gesucht und haben eine Gruppe von Fahrern, von Taxifahrern in London und Taxifahrern in Paris. Die haben wir der Gruppe in London fuhr los ohne GPS, während die in Paris fuhren immer mit dem Navigationssystem. Um es kurz zu machen, nach 3 Jahren hatten die Pariser die neuronalen Verbindungen atrophisiert, also atrophisiert heißt das Gehirn wurde abgebaut, also diese Punkte, die eine Karte darstellen, die in London nicht. Wenn ich aber das jetzt delegieren kann an das Navigationssystem, diese Funktion, warum soll ich Probleme haben? Ja, und das ist die Frage, die dabei jetzt entsteht. Diese Knoten, neuronalen Knoten, die atrophisiert sind, kann ich gewisse Sachen nicht mehr, bin ich nicht mehr imstande. Ich kann mich im Raum und Zeit nicht mehr zurechtfinden. Jemand, der das hat, der gut entwickelt hat, das sind meistens die Leute nicht aus der Stadt, sondern es sind so die Leute auf dem Land.
die können sich zurechtfinden in einem fremden Ort, wo sie nie gewesen sind. Ja, die können sich orientieren, die haben einen Orientierungssinn, die kapieren, wo sie sind, ja, weil diese neuronalen Punkte da entwickelt sind. Ja, die können auch, also wie gesagt, in Orten, wo sie nie gelegen sind. Ja, wir haben, und meine Kollegen haben gesagt, ja, wovon sprichst du eigentlich? Ja, okay, das gibt's halt, ja, wir geben das am Computer ab, warum nicht? Das ist halt eine Änderung so, ja, eine Mutation sozusagen. Es geht auch nicht darum, jetzt gegen die Technik zu sein, sondern wie kann ich die Maschine benutzen, ohne dass ich selber Fähigkeiten verliere. All diese Funktionen, die mich zu was Lebendigem machen. Wie kann ich nicht sozusagen mich nicht kolonisieren lassen durch die Maschine, trotz der Maschine. Ja? Ja, das versteht man sehr gut, diese Frage, die Frage des Bewusstseins. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Nicht, was kann die Maschine machen, und die Frage muss sein, was ist dieses etwas seltsame Ding, nämlich wir Menschen, angesichts von dieser Maschine. Ich war in einem Treffen, wo dieser Weltmeister da im Go-Spiel besiegt worden war von einer Maschine, der war auch dabei. Und wir haben diskutiert wir waren Koreaner. Der Koreaner war da, die Maschine war nur ein Foto von ihr da. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Natürlich gab es einen Unterschied, ganz offensichtlich. Die ganzen Forscher, die da waren, sagten, der einzige Unterschied ist also es gibt nur einen quantitativen Unterschied. Die Maschine ist halt besser als ich, schneller als ich. Und ich war sozusagen, da, der Alibi, da, ja, es gibt immer einen, der sozusagen abweicht von den anderen. Und ich habe gesagt, diese verrückte Idee zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Koreaner und der Maschine. Und welcher ist dieser Unterschied? Die Maschine hat nicht gewonnen, die hat nicht gespielt. Das Spielen und Gewinnen haben nur einen Sinn für einen lebenden Menschen, für den Menschen insbesondere. Die Maschine funktioniert. Ich sage es in 2 Sekunden noch ganz schnell. Versucht mal die galileische Relativität. Dann wird mein Aufzug nicht drauf runtergehen, denn das ist ja relativ. Ich gebe einen Sinn dieser Bewegung, dass ich rauffahre oder runterfahre. Der Aufzug kann genauso stehen bleiben und das Ganze außenrum geht drauf runter. Nee, also versteht mich nicht falsch, mein Lift ist nicht kaputt, sondern ich rede von der Relativität der Bewegungen und warum. Das hat nur eine Bedeutung für den Lebenden, für den Menschen. Ja? Für den Aufzug hat das keine Bedeutung. Vielen Dank, das war klar genug. Bitte in 2 Minuten, Paolo, auch noch darüber, unmöglich in 2 Minuten, aber wir müssen versuchen, 2 Minuten es zu schaffen. Wir würden ja sehr gerne das noch weitermachen, wir wissen nicht bis wie viel Uhr, aber wir haben leider, wir müssen uns helfen, kurz zu sein. Vivere questo lusso di chi può fare? Das ist ein Luxus für die Menschen, die einfach Fragen stellen und keine Antwort geben müssen, wie ein Journalist sagte. Also 2 Dinge. Erstens die Sprache. In den letzten 50 Jahren, aus Chomsky und vorwärts, haben wir uns gefragt, wieso haben wir eine bestimmte Sprache. Alle Lebewesen kommunizieren. Wir kennen auch Affen, die sagen, also die eine Löwe imitieren, damit sie die Banane von einem anderen Affe nehmen. Also es gibt Betrug auch in der Tierwelt. Aber wir sind die eigene Spezies, die eine syntaktische Sprache hat. Ich habe in den USA studiert und nach 50 Jahren in Amerika gab es Menschen, die
Orange nicht gut aussprechen konnten, aber sie hatten eine gute Syntaxis. Und, aber wieso haben wir diese Syntaxis? Also es gab viele Bücher darüber, aber es ist, als ob wir einen Hammer haben und wir uns fragen, wieso der Handel so ist, weil man das Hammer in die Hand nehmen muss. Aber wozu dient der Hammer? Wozu dient unsere syntaktische Sprache? Die syntaktische Sprache ist eine Technologie, die die Menschen entwickelt haben. Also Französisch ist anders als Italienisch, als Englisch und so weiter. Wenn ich sage, ich bin müde, also ich bin traurig, sage ich mit diesem Wort etwas, das Ihnen den Weg in mich selbst öffnet. Also um Gott zu sehen, brauchen wir das Wort. Deswegen ist das unsichtbar durch das Wort sichtbar. Aber die Wörter lassen sichtbar werden, auch die Dinge, die nicht mehr anwesend sind. Wenn wir über Napoleon sprechen, sprechen wir über etwas, das wir nicht sehen können, aber wir können das machen durch das Wort. Die Sprache ist die Technologie, die die Vorstellungskraft ermöglicht. Und der zweite Punkt ist das Bewusstsein. Um kurz zu bleiben, wie Miguel bereits sagte. Also die Maschine, die Go gewonnen, also nicht gewonnen hat, also die doch gewonnen hat, also kann aus- und eingeschaltet werden, der Mensch nicht. Und mit dieser Technologie der Computation wissen wir, dass die Turing-Maschine nur die Probleme lösen kann, die gehalten werden können. Aber es gibt doch also. Aber das Bewusstsein ist ein Turing-Problem. Nostro prossimo tema. Parte. Conflitto società. Also Konflikt und Gesellschaft. Wie können wir gemeinsame Regeln und effiziente Regeln finden in diesem Kontext? Wie können wir Zusammenarbeit und Aufbauenwege finden? Es gibt hier eine einen sozialen Kampf, aber es gibt immer mehr Hass. Eine Zeit des Wutes, wie Panchay Mishra sie definieren würde. Was denkst du, Miguel? Ich glaube, es ist normal, dass wir viel Gewalt, viel Hass sehen. Es ist keine Lüge, dass die Zukunft eine Bedrohung ist. Gestern habe ich mit einem Zeitgenossen, mit einem Menschen in meinem Alter gesprochen und er sagte, als wir jung waren, war die Zukunft etwas Wunderschönes. Also, ich war Schlagzeuger. Und ich wollte Arzt werden, um die Welt zu heilen. Aber jetzt sehen wir ein komplettes Versagen. Die Zukunft ist einfach eine Bedrohung. Und wenn die Zukunft eine Bedrohung ist, ist es normal, dass es Gewalt gibt, dass es Hass gibt. Wie können wir Widerstand leisten? Das ist die große Frage. Und wir müssen uns fragen, wie können wir Beziehungen mit der Umwelt schaffen? Aber wenn wir Angst haben, haben wir keinen Wunsch nach Beziehung. Wir schließen uns in uns selbst und wir suchen
unsere Identität. Deswegen gibt es die Identitätsproblematik, die Fremde, ich, die anderen. Wir brauchen einen Feind. Der Feind ist der beste Anxiolytiker. Also wenn man einen Feind hat, hat man keine Angst. Und deswegen ist der Hass normal in einer Gesellschaft, die Angst hat. Das Problem des Gemeinsams ist eine große Frage. Wo können wir eine Gemeinschaft finden? Das Gemeinsam ist in der Nationalität zu finden oder in der Religion. Es gibt Statistiken, die sagen, es gibt nur einen Menschen und alle Menschen müssen sich mit diesem Menschen messen. Es gibt Individualismus. Aber wie können wir das gemeinsam schaffen? Ich glaube nicht, dass das gemeinsam zuvorkommt. Dieses gemeinsam kann nur gemeinsam geschaffen werden. Es ist ganz einfach, in den Hass zu landen. Und es ist ganz einfach, einen Menschen zu hassen, der eine andere Religion hat. Aber dann das Gemeinsam ist vor uns in einer gemeinsamen Konstruktion. Und das Einzige, die einzige Herausforderung ist, diese Kämpfen zu analysieren und darauf aufbauen. Also jetzt sehen wir, dass alles gegen alles ist. Das ist eine Wahrheit, aber wir müssen uns mit diesem Problem befassen, und zwar in unserer Arbeit, in unserem Alltag. Es gibt ein gemeinsames Projekt und wir müssen alles in dieses Projekt projizieren. Also, die Zukunft ist nicht mehr so wie früher. Wir haben andere Akteure. Ich beantworte eine kurze andere Geschichte erzählen, weil ich finde, es ist interessant. Die Geschichte von dem, der große Motorsinvestor Peter Thiel, der steht hinter dem ganzen Silicon Valley und der ganzen Veränderung, der Umbau unserer Technologie. Der war in der Uni in Stanford und dort lernte einen katholischen René Girard, einen Theologen, kennen, der aus der EU rausgeschmissen war und dort in den USA lehrt. Und Girard lehrt die Theorie der Mimetik, die Konflikte erklärt. Niemand will etwas wegen der Sache, sondern weil ein anderes hat. Und für diesen als Symbol wird es etwas, was man haben möchte. Kain und Abel steckt da drin, das Brief an die Hebräer ist auch da drin, irgendwie einer hat für andere bezahlt. Ja? Und wir beneiden den anderen, weil der andere hat es und deswegen bewundern wir das und deswegen wollen wir es aber für uns selber haben. Und darin steht der Konflikt. Das ist eine Theorie von dem Girard. Peter Thiel findet das toll. Und der gründet PayPal. Und um den Konflikt zu vermeiden, ja, so werden die Rollen alle 6 Monate gewechselt. Ja, damit braucht niemand einen anderen beneiden. Da gibt es einen gewissen Mark Zuckerberg, ein bisschen Nerd, der hat Facebook gegründet und der zündet auch. Das ist sozusagen die Darstellung von der Theorie der Mimetik, wo ich den anderen sozusagen bewundern kann, ja, und dann beneiden kann, und das bringe ich ihn um. Wir holen aus diesem menschlichen Mechanismus Geld raus. Also in diesem Social Network
tun wir erstmal den anderen folgen, die Followers, und dann hassen wir sie mit dem, was wir Shitstorm nennen. Und das mit einer Plattform, die sozusagen Geld rauspumpt, durch diese unsere Art der sozialen Interaktion. Und damit steigen die Konflikte natürlich. Ja, 2011, der arabische Frühling, ja, dachte man, ja, aber guck mal, was da alles passiert, ja. Und da haben wir gesehen, Capitol Hill, 2020, wie die Massen, diese Plattformen Geld mit Hass Gewinn machen mit Hass. Es werden also sozusagen Antagonismusblasen entsteht und diese Polarisierung, an dieser verdienen sie Geld. Das geschieht mit den großen Fragen, die Gesellschaften in Atem halten. Das ist die Frage, was soll man jetzt tun? Ich will ein bisschen Ethiker spielen. Wenn wir im 20. Jahrhundert gemeinsame Ressourcen benutzt haben und die Schadstoffe einfach so der Gemeinschaft überlassen haben, also ja, also genau das Gleiche passiert jetzt. Die Plattformen, die Facebook und so weiter, nehmen etwas Gemeinsames und verdienen daran. Und was sie hinterlassen, ist der ganze Hass. Also damals haben wir fürs 20. Jahrhundert die klimaschädlichen Ressourcen, haben wir Steuern drauf gezahlt. Das Gleiche müssen wir jetzt auch mit dem tun, mit dem Shitstorm tun. Jetzt versuche ich, die Punkte hervorzuheben, in denen diese zwei Positionen ähnlich sind. Wir haben viele Fragen, die uns weiter begleiten werden. Und jetzt das nächste Thema. Singularität und Transzendenz. Die Singularität ist die Theorie des Transhumanismus von Ray Kurzweil, der durch das Hochladen des menschlichen Bewusstseins auf die digitalen Medien den Tod vermeiden und ein virtuelles und digitales ewiges Leben garantieren möchte. Die Einzigartigkeit des Lebendigen, von der du, Miguel, sprichst, ist hingegen eine ganz andere. Und wovon sprechen wir? Die Singularität aus einem mathematischen Sichtpunkt ist ein Punkt, wo alles nicht mehr wie zuvor war, sind. Und das ist eine Katastrophe. Nicht im moralischen Sinne, sondern eine Veränderung. Transhumanismus. Sie sprechen über ein Leben ohne Tod. Dieses Leben ohne Tod ist kein Leben, weil es keine Grenzen gibt. Und in diesem Sinne, in der Kritik der reinen Vernunft, liest man etwas Interessantes. Kant kritisiert Plato und sagt, denken wir an eine Taube. Und sie denkt, ohne Luft könnte ich besser fliegen. Eigentlich ist das nicht wahr. Die Taube sieht keinen Unterschied zwischen Grenzen und die Begrenzung. Die Begrenzung ist eine Hürde auch für unsere Macht. Zum Beispiel, wenn die Taube Probleme mit den Flügeln hätten, könnte sie nicht fliegen. Die Probleme unserer Gesellschaft sind als eine Begrenzung gesehen. Also einmal, in Paris, im Theater Olympia, war ich bei einer Veranstaltung eingeladen. TEDx. Und ich war der letzte Sprecher, der letzte Referent. Und vor mir stand ein Alexandre, der schrieb Der Tod des Todes. Er sagte, wir werden nie mehr sterben. Und auch unter uns
gibt es Menschen, die 1000 Jahren leben wird. Also, und es gab Menschen, die sagen, ja, ja, ich werde das sein. Aber in unseren Grenzen, also ein Leben ohne Grenze ist wie Krebs. Eine Sprache ohne Grenze ist eine Barbarei. Etwas Verrücktes. Und es ist eine Psychose. Wir brauchen diese Grenzen. Aber was sind die Grenzen, die diese verändernde Welt ordnen? Wir sehen verschiedene Art und Weise zu leben. Es gibt eine ständige Veränderung. Alles, was zuvor normal war, ist nicht mehr normal. Und vor diesen neuen Möglichkeiten können wir keine Welt ohne Grenzen haben. Die Singularität ist das Erkenntnis von dieser Besonderheit, dass das Lebende und der Mensch nicht wie die Maschine funktionieren können. Wir können die Maschine, zum Beispiel dieses Mikro, ausbauen und ein 5-jähriges Kind kann eine Katze ausbauen, aber das wieder aufzubauen ist nicht möglich mit einer Katze, mit einem Mikro schon. Und das erlaubt es, einen Sinn zu dem Hiketnung zu geben. Diese Endlichkeit bedeutet nicht keine Innovation. Diese Endlichkeit ist eine Grenze, die das Wesen schützt. Und jede Begrenzung kann überwunden werden. Diese Transzendenz ist meiner Meinung nach nicht etwas, das außer unser Leben ist, sondern ein Element in der Realität. Also etwas kann Transzendenz haben. Also es ist etwas, das jetzt funktionieren kann und lässt das ich genug wahr sein. Paolo, Singularität und Transzendenz. Ich unterstreiche, was der Miguel gerade gesagt hat. Ja, wir sind ja hier in der Leidenschaft für den Menschen. Die Leidenschaft für Menschen, sagen die Transzendenz hier und jetzt, ist Leidenschaft für den Menschen. Das Zweite, wir kehren immer zum Grund, zum Anfang zurück, zur Information. Ja, diese Transzendenz ist diese Jenseitigkeit der Information. Warum? Weil alles wie der Turing-Test entsteht. Turing hat gesagt, wann wird eine Maschine so intelligent wie ein Mensch. Wenn es ein Spiel gegen einen Menschen gewinnt. Und wenn ich, ja, das Spiel ist, ich spreche mit einem anderen Menschen und dann muss ich, oder eine Maschine, und ich muss erraten, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist. Und wenn ich aus meinem nicht mehr erkennen kann, ob das ein Mensch ist oder ob es eine Maschine ist, dann wird die Maschine wieder Mensch sein. Das ist der Turing-Test. Und dieser Typ von Fragen ist aber, diese Fragestellungen, das ändert unsere Art und Weise, uns wirklich zu verhalten. Warum? Weil das ist die Frage der Fälschung. Eine Banknote, die perfekt gemacht ist, ja, eine Fälschung, ja, ist trotzdem eine Fälschung. Wenn ein Roboter sich nicht unterscheiden lässt von einer Person, ist er eine Person. Und Platon erklärt uns in der Republik,
das Problem. Wir sind alle in der Höhle drin und wir sehen Schatten, die uns täuschen. Dann ist die wahre Erkenntnis nicht, sich damit zufrieden zu geben, sondern zu schauen, was ist tatsächlich dahinter? Wovon sind die Schatten? Ja, und wir begnügen uns damit, dass etwas genug so ähnlich ist, dass unseren Eindruck täuschen kann. Ein Himmel, der zu einer Cloud wird, eine Hoffnung für später, der nur ein Make-up ist. Wenn dieses Salvezza retten, hieß früher mal, eine Hoffnung für später zu haben. Heute ist es nur noch, die Vergangenheit nicht zu verlieren. Diese Umkehrung der Zeit führt dazu, dass die Singularität verloren geht. Wenn du meine File MP3 haben willst, dann musst du identisch meine Datei kopieren. Die Einzigartigkeit, also die Singularität, die Besonderheit, die geht verloren, die geht verschwunden. Nur etwas hinzu. Wir müssen ein neues Turing-Test machen. Wir müssen sehen, ob die Maschine wirklich fähig ist, dumm wie die Menschen zu sein. Der Tag, an dem die Maschine so dumm wie Menschen wird, deswegen mit Leidenschaften, mit Wünschen, mit Sehnsüchten, also wenn die Maschine so dumm wie der Mensch wird, an dem Tag wird das wirklich besorgniserregend. Wenn die Maschine besser als ich rechnen kann, ist das kein Problem. Die Dummheit ist dieses Merkmal, die uns es erlaubt, zu lieben, zu kreieren, kreativ zu sein. Und jetzt kann die Maschine nicht so dumm sein. Se mi consenti una battuta, direi che quindi quello che è pericoloso non è l'intelligenza. Ich kann einen Witz machen, was hier gefährlich ist, ist nicht die künstliche Intelligenz, sondern die künstliche Dummheit. So, wir sind bei der letzten Frage angekommen, der letzte Block, das letzte Thema, das wir jetzt gemeinsam angehen wollen. Und für mich ist das entscheidend, nicht weniger als die anderen, aber doch ist auch zum Teil schon angesprochen worden. Bitte. Den letzten Teil. Eine Allianz für das Menschliche. Eine letzte Herausforderung. Wir wollen einladen, Klarheit zu haben, die erzieherischen, sozialen Produktionsprozesse zu betrachten. Die Wichtigkeit der Beziehungen und der Freundschaft unter den Menschen. Wie soll das gehen? Wie jetzt? Wie hier? Wie heute? Also nochmal zu betonen, die Bedeutung der Beziehung zwischen Menschen, der Freundschaften. Wie spielt das hier rein? Weil wir vorhin gesehen haben, im ersten Block, wenn das Menschliche in Krise ist, dann muss man darauf antworten in eine Allianz, das heißt ein Bund, eine Verbündung dagegen. Was denkst du darüber? Ich glaube, wir müssen alle Utopien einer universellen Liebe verlassen. Also wir haben den Menschen falsch gedacht. Also wir dachten, dass der Mensch alles Negative weglassen konnte. Diese negative Seite, die Teil von uns ist, diese Gewalt, die Teil von uns ist. Also die Liebe, die Gerechtigkeit und so weiter sind möglich. Aber sie sind nicht möglich, wenn wir da nur das wollen. Das Licht ohne Schatten. Und in diesem Sinne ist das die Verantwortung. Nach Jahrhunderten, in denen wir nur Licht wollten, wie können wir einen wahren Menschen haben?
dieser wahre Mensch, die nicht, der nicht nur Liebe, Freundschaft ist, sondern ein Mensch, der auch Hass ist, Negativität ist. Und um aufzubauen, damit alles nicht einfach Zerstörung ist, müssen wir den Menschen in seiner Ganzheit sehen. Also auch mit den nicht negativen Seiten. Und das ist das Notwendigste. Unsere Realität in dieser Gesamtheit zu sehen, auch mit der Negativität. Vielen Dank. Paolo, also die Zeit drückt. Ich bin absolut einverstanden, dass in der Tradition der Gläubigen das Drama der Sünde bedeutet. Die Maschine hat ein Ziel, die benutzt man, und die Freundschaft entsteht, wenn der andere nicht mehr ein Ziel hat, sondern einen Sinn. Wir müssen also wieder entdecken, dass wenn ich einen Tisch berühre, dann berühre ich etwas. Wenn ich aber eine Person berühre, dann berühre ich jemanden. Ich bin Berührer und bin berührt. Dass diese Gegenseitigkeit, die entsteht, wenn ich ein Stück Eisen anfasse, dann berühre ich etwas, dann benutze ich es. Aber wenn ich einen jemanden berühre, dann hilft er mir zu verstehen, was ich bin. Wenn ich also jemanden gehört zum Heiligen Franziskus. Der hat ständig gefragt, Heilige Franziskus hat gefragt, wer bist du, wer bin ich? Ich habe gestern ein bisschen weniger die Ausstellung von Don Giussani, aber auch er hat diese Frage gestellt. Es ist das die Erfahrung desjenigen, der versucht, seinen Menschen auf den Grund zu gehen. Du hast uns diese Frage gestellt, die also unbequem sind. Eine Frage, die unbequem ist. Die Frage der Gegenseitigkeit, um zu verstehen, wer ich bin und den Wert meiner Person. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, weil wir davon ausgegangen sind, von zwei Menschen, die wirklich eine Leidenschaft haben. Sie ist rausgekommen, wie wir sehen, mit einer Macht. Und es gibt einen Punkt. Der Titel des Meetings ist die Leidenschaft für den Menschen, und das Wort Leidenschaft enthält das Wort Passion, also was wir kennen. Einerseits diese Passion, das also die Leidenschaft, die Liebe, was brennt, aber im Wort Passion, im Wort Leidenschaft haben wir auch das Leiden. Und gleichzeitig ist das Wort, auf Lateinisch zumindest, auch die Geduld. Ja, daraufhin ausgestreckt sein. Nicht der Bus, der nicht kommt, sondern eine Geduld mit einem Einsatz, was Miguel vorhin gesagt hat. Wie sagt man da? Auf Französisch sagt man en pied, also aufrecht, ja, auf den beiden Beinen stehen. Ja, das steckt in dem Wort da auch drin. Rester debout heißt auf den Beinen bleiben, aufrecht bleiben. Und darauf bauen wir eine Freundschaft, die die Welt verändert. Vielen Dank nochmal. Danke euch allen. Ich erinnere nochmal daran, dass das Meeting ein Ort ist der Freundschaft, der Kultur, und um das weiterzumachen zu können und völlig gratis ohne Eintritt zu verlangen, von seit dem ersten Ausgabe 1980 braucht es eure Hilfe, und deswegen findet ihr überall diese Stellen mit dem roten Herzen. Gib jetzt, dona ora, spende jetzt. Ein Applaus nochmal für Paolo und Miguel, vielen Dank.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido.